Saskia ist auf dem Weg nach Hamburg-Horn. Sie ist ein wenig aufgeregt, denn sie erwartet die Ankunft einer alten Freundin, Angelika Wohlenberg. Die Mama Masai oder Sister Angelika, wie sie auch genannt wird, lebt eigentlich als Missionarin und Entwicklungshelferin in Tansania. Jetzt ist sie in Begleitung von 4 Masai auf Vortragsreise in Deutschland. Seit Saskia vor einigen Jahren selbst als Helferin vor Ort war, hat sie die Sister nicht mehr gesehen. Ehrensache, dass sie bei dem Termin im Hamburger Alten- und Pflegeheim des Rauen Hauses vorbeischaut, um Angelika wiederzutreffen. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin Elisabeth. Hallo, Saskia. Hey, Selina. Cool. You're looking nice. Thank you. And hello, who are you? Ah. Surisana, Sandra. Na, wait, wait. Na, wir müssen. Wir sind eingeladen worden von vielen, vielen Freunden und Gemeinden und Schulen und so weiter. Und mein Verein, der Verein Hilfe für die Masai, hat das dann bewilligt und hat die Tickets bezahlt, sodass 4 Masai mich begleiten konnten. Und wir sind hier 2,5 Monate unterwegs hier in Deutschland und halten Vorträge, erzählen von unserer Arbeit. Und so gewinnen wir wieder neue Freunde und auch die Leute fühlen sich bestärkt, uns auch weiter zu unterstützen. Älteren Herrschaften beginnt ein spannender Nachmittag voller Musik und Informationen. Und für Saskia ein Wiedersehen zwischen Erinnerung und Neugier. Dort in Tansania bin ich Missionarin und Entwicklungshelferin. Wir bringen den Leuten das Evangelium und auch versuchen mit ihnen zusammen eine Zukunft zu finden für die Masai, indem wir eben Projekte dort machen. Vor allen Dingen eine Schule haben wir, ein Internat, dann habe ich Frauengruppen, evangelistische Arbeit, Seminare, Klinikeinsatz, solche Dinge. Mein Name ist Saskia und ich war 2007 bei der Sister-Praktikantin in Tansania, in Malambo im Busch. Und ich freue mich heute tierisch, weil ich sie endlich wiedersehe. Und ich habe ein paar Fragen an sie, weil ich sie schon so lange nicht mehr gesehen habe. Sister, was hat sich verändert, seitdem ich weg bin? Was ist passiert? Zum Beispiel im Arusha. Ich habe gehört, ihr seid mit dem Boarding umgezogen. Ja, wir haben jetzt ein eigenes Boarding, ein eigenes Internat. Vorlieb lebten wir zur Untermiete in Kwangulelo und jetzt sind wir in Kwamrefu. Praktisch ist ja jetzt das neue Boarding unser Besitz, gehört Help for the Masai und es ist wunderschön dort. Wir liegen direkt an der Straße und müssen nicht mehr diesen langen Schlammweg, diesen sehr schwierigen Weg runterfahren, sondern direkt von der Tierstraße ins Haus. Das ist ganz praktisch. Oh, wie schön. Und den ganzen Mädels geht es denen allen gut? Katie, ist die schon ein bisschen größer jetzt und die ganzen gehen die alle gut zur Schule und habt ihr keine Probleme? Naja, wir haben viele kleine Kinder, es geht ihnen sehr gut, auch die Katie ist gewachsen. Wir haben inzwischen noch mehrere kleine Kinder, noch 2 neue Waisenkinder bekommen. Die Nembris, die kam mit 4 Jahren und die wog nur 7 Kilo, weil sie so verwahrlost kam, war, als sie zu uns kam. Ja, dann gibt es noch andere, insgesamt 6 kleine Mädchen, so im Alter zwischen 4 bis 6 Jahren. So dass wir jetzt im Moment 3 Gruppen haben, die kleinen, die mittleren und die großen Mädchen. Wow, total cool. Ich habe nämlich immer mit den Hausaufgaben gemacht und ein bisschen mit denen gelernt. Das hat großen Spaß gemacht. My name is Benina Obedi. I come from Malambo. I'm in standard 5. Die Benina kann fließend Englisch sprechen. Sie ist 12 Jahre alt. Sie geht in die 5. Klasse einer 7-klassigen Grundschule dort in Tansania und wird später auf eine Oberschule gehen. Sie wohnt bei uns im Internat, davon werde ich gleich noch ein bisschen erzählen. Und sie darf zur Schule gehen, sie wird nicht mehr beschnitten, sie wird nicht als Ehefrau verkauft, weil ihr Vater Christ ist. Wenn die Männer Christen werden, haben die Mädchen und die Frauen eine ganz neue Chance. Sie möchte übrigens Sängerin werden, wenn sie groß ist. Sie hat schon mit 4 Jahren die Solos bei uns gesungen.
Eine Maasai-Frau, die hatte einen kleinen Jungen mit einem völlig verschmutzten Gesicht. Warum hast du deinem Kind nicht das Gesicht gewaschen? Und sie meinte ganz erstaunt, wieso? Habe ich doch erst letzte Woche getan. Wenn die Maasai Christen werden, dann werden sie sauber. Auch bei uns, dort bei meinen Freunden, sind sie inzwischen alle sauber. Es gibt dort keine Fliegen mehr im Gesicht. Okay. Wie läuft's mit der Schule? Sind die Lehrer alle in Ordnung und machen die alle einen guten Dienst? Ja, das läuft super. Der Rasto und die Happy haben geheiratet. Das waren ja zwei Lehrer dort und die haben jetzt ein kleines Mädchen. Der Rasto ist inzwischen unser Headmaster, der Rektor der Schule. Er macht seine Aufgabe sehr verantwortungsbewusst und möchte gerne, dass es eine der besten Schulen von Tansania wird. Da hat er sich ein hohes Ziel gesetzt. Aber die Lehrer sind alle sehr fleißig. Wir sind inzwischen bei Klasse 5 angelangt und haben noch 2 Jahre, bis wir dann bei Klasse 7 sind. Und 7 ist ja das Pflichtjahr für jedes Swahili-Kind, jedes tansanische Kind zur Schule zu gehen. Man geht 7 Jahre zur Schule und dann ist die Hauptschule beendet. Und dann kann man eben noch aufstocken mit einer Sekundarschule. Wir haben inzwischen schon 6 fertige Klassenzimmer. Das 7. ist fast fertig, da fehlt nur noch die Farbe. Wir haben jetzt noch neue Staff-Wohnungen, also Wohnungen für die Lehrer, inzwischen auch schon 10. Und es geht immer so weiter. Was wir jetzt dringend brauchen, ist noch ein großer Esssaal. Sie müssen jetzt aufwachen und für Ihre Rechte einstehen, damit Ihnen nicht das ganze Land weggenommen wird von der Regierung. Sie müssen endlich erkennen, dass AIDS eine große Gefahr ist. Und Sie haben, wenn Sie dann Christen sind, dann haben Sie den Mut, auch neue Wege zu gehen, ohne Angst haben zu müssen, dass Sie verflucht werden. Dieses gibt Ihnen eine ganz neue Chance und öffnet Ihnen auch die Augen für neue Wege. Ich glaube, auch wir sind einer neuen Bedrohung ausgesetzt, wie sie noch nie da war. Da können wir nur sagen, wie es in der Bibel steht, alles wird vergehen, aber Gottes Wort bleibt bestehen. Ich bin jetzt 26 Jahre dort in Tansania. Als ich 1983 ausreiste, meinten meine Freunde, dazu muss ich sagen, mein Spitzname damals war Tarzan, da meinten meine Freunde, endlich hat Tarzan nach Hause gefunden. Tatsächlich ist Tansania meine neue Heimat geworden. Und ich habe ein Lebensmotto, das heißt, in the name of Jesus, im Namen Jesu. Mich hat nämlich immer so beeindruckt, dass du dir sehr gut vorstellen kannst, in Tansania alt zu werden und da immer zu wohnen. Also das ist auch nach wie vor immer noch so. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe ja auch eine tansanische Tochter, die hab ich adoptiert sozusagen. Und bei ihr darf ich dann auch alt werden und sie wird mich versorgen, hat sie gesagt, auch wenn ich ganz alt und wunderlich geworden bin. Und ich habe viele Freunde dort, die gesagt haben, du kannst bei mir im Maasai-Kral ein Haus bauen. Ich werde für dich sorgen und auf dich achten. Also ich bin bestimmt gut versorgt dort und werde da nicht einsam werden. Aber ich weiß ja nicht, was Gott noch vorhat mit meinem Leben. Vielleicht will er mich ja auch noch in Deutschland haben. Keine Ahnung. Das liegt in seinen Händen. Ich bin da ganz gelassen. Ich fühle mich auch überall zu Hause, weil ich den inneren Frieden habe. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Oh,
Die Bewohner und Bewohnerinnen sind begeistert. Das ist auch eine gute Sache, auch das Musikalische, das Rhythmische. War gut. Wir haben sehr viel Neues gehört. Ja. Oh, es war richtig schön hier mit Ihnen zusammen. Man sieht da den Unterschied, wie es in Afrika ist. Denn im Süden, woanders ist es nicht so gut, ne, wie da in Tanganyika. Ne? War wunderbar. Es war interessant und das haben sie gar nicht kennt, so weiter. Ne? Dass die Dame da schon 26 Jahre in Tansania ist und von ihren Erlebnissen erzählt und die Leute mitbringt. Habe ich nicht erwartet, dass es sowas gibt. Meine ja. Mutter ist übrigens ja. 97. Dora, was wünschst du Deutschland? Was denkst du, braucht Deutschland? Kwa kweli mimi napenda kuwatakia vijana wawe wa Kristo wamjue Yesu kwa sababu siku moja itakuja kila mtu atalia na hasa vijana kwa sababu wazee wengi ndo wanaingia kanisani lakini vijana hawapo kabisa kanisani. Ich wünsche den Deutschen, dass sie wieder mehr junge Leute kriegen, die Jesus kennenlernen und mit ihm leben. Eines Tages werden sie alle weinen und werden da sitzen und kein Fundament haben fürs Leben und kein Ziel, weil sie eben Jesus nicht kennengelernt haben. Und das haben sie immer den alten Leuten überlassen. Ich wünsche ihnen, dass sie ihn wieder neu kennenlernen. Ich werde auch gleich weinen, weil jetzt haben wir, das ist das Interview zu Ende, weil die Sister und Penina und Dora müssen schon wieder zum nächsten Termin. Und ich bin ganz traurig und ich hoffe, dass ich euch bald mal wieder besuchen kann oder vielleicht nochmal ein Praktikum machen kann. Das wäre total schön. Für Saskia und Sister Angelika ist klar, sich für die Maasai einzusetzen, ist ein Dienst, der sich lohnt. Die Frauen werden nicht mehr geschlagen, die Mädchen nicht beschnitten, die Kinder dürfen zur Schule gehen, sie sind sauber und die Augenkrankheiten sind zurückgegangen. Ich persönlich glaube, dass Jesus nicht die Kultur verdirbt, sondern dass er immer eine Kultur bereichert.